Ja, Kai, heute auf der Pressekonferenz ging es immer nur darum, wie viele deutsche Rekorde hier so fallen. Erste Entscheidung des Abends, was meinst du? Geht dir schon was? Ja, mal schauen, also die 4 Meter Lagen, der deutsche Rekord 4 Minuten 29 von Nico Hetzer, ist doch noch eine Ecke weg von der Bestzeit der vermeintlich schnellsten hier, das ist die Theresa Michalak. Die hat auf den kürzeren Lagenstrecken ja in den letzten Wochen natürlich für Probe gesorgt. Ich wollte gerade sagen, sie war ja mal im Weltcup unglaublich schnell, hat da glaube ich einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Genau, in Stockholm zweimal deutschen Rekord über 100 Meter Lagen im Vorlauf und dann im Finale nochmal schneller. Den hat sie mittlerweile nicht mehr, den hat sich die Britta Steffen von der Woche bei der DMS wieder zurückgeholt. Aber die 200 Meter Lagenstrecke, die 200 Meter, das ist immer noch der Rekord von der Theresa Michalak. Und ja, sie jetzt hier leicht in Führung auf dem Weg. Wir schauen uns das an, ihre Bestzeit 4:31. Das werden wir dann genau beobachten, ob da ein richtiger deutscher Rekord gehen kann. Hast du denn noch Konkurrenz in dem Rennen oder sagst du, das muss eigentlich glatt gehen? Also ich denke schon, dass Theresa Michalak das gewinnen können sollte. Sehen wir noch Franziska Henke, die gerade aus Singapur zurückgekehrt ist. Dort war sie mit dem DSV-Team beim Weltcup in Singapur am Start. Aber ich denke, das sollte eine relativ klare Angelegenheit für Theresa werden. Und wenn es ein Rekord wird, 8 Jahre alte Rekord zu knacken, ist auch was, oder? Das ist was, ja. Mittlerweile haben wir ja kaum noch alte Rekorde. Im Zeitalter der schnellen Anzüge sind ja fast alle Rekorde geknackt worden, die es schon zu knacken gab. Aber wir schauen hier in diesem Rennen auch nicht nur auf den deutschen Rekord, sondern auch auf den deutschen Altersklassenrekord. Da für die 14-Jährigen zum Beispiel, da schauen wir uns die Alexandra Wenk an auf der Bahn 1, die mit ihrer Bestzeit ganz knapp über den deutschen Altersklassenrekord für 14-Jährige gemeldet worden ist. Ja, wollen wir mal sehen, ob es klappt und mein Michael ist auf jeden Fall dabei. Und dann haben wir, glaube ich, keinen auch besonderen Service an der Anzeigentafel für unsere Zuschauer. Genau, da sehen wir eingeblendet den deutschen Rekord, DR, das sind die 4:29.46 von der Nicole Hetzer. Und daneben sehen wir die Qualifikationsnorm, das heißt, das ist das Limit, das unterboten werden muss, um ein Ticket für die Kurzbahn Europameisterschaften in Istanbul zu lösen. Ja, 4 Minuten 32,62 Sekunden. Schöne Zeit für Theresa Michalak und auch Nina Schipper, die zweite Platzierte.